Willkommen zurück zu unserem letzten Video dieser Reihe. Bisher haben wir gesehen, wie die Wissenschaft viele Irrtümer widerlegen konnte, unter anderem die Humustheorie. Dieses dadurch entstandene Wissen hat die moderne Landwirtschaft geprägt. Außerdem konnten dadurch viele Menschen ernährt werden. Dennoch stehen wir heute vor vielfältigen Herausforderungen, darunter eine wachsende Bevölkerung, die bis 2050 10 Milliarden Menschen erreichen könnte. Welche Rolle wird dabei naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung spielen? Wie wichtig wird sie sein, um die Ernährungssicherung 2050 zu gewährleisten? Mit wissenschaftlichem und technischem Fortschritt ist die Weltbevölkerung über die letzten Jahrhunderte stark gestiegen. Darunter sind große und hier erwähnenswerte Ereignisse, unter anderem industrielle und grüne Revolution. So wächst die Weltbevölkerung seit dem 18. Jahrhundert exponentiell. Nach verschiedenen Szenarien der Berechnung werden im Extremfall bis zu 10 Milliarden Menschen den Planeten Erde bis zum Jahre 2050 bewohnen. Manchen Berechnungen zufolge könnte sich danach ein Plateau bilden, das Wachstum wird demnach stagnieren und die Weltbevölkerung könnte schließlich sogar wieder abnehmen. Unabhängig davon, welches der Szenarien eintreten wird, bleibt es eine riesige Herausforderung, die Menschheit auf unserem Planeten zu ernähren. Doch wie kann das bewältigt werden? Wie können dabei alle Länder der Welt gleichermaßen mit einbezogen werden? Wie kann dabei verhindert werden, dass die Umwelt weiter belastet wird? Um die Dringlichkeit dieser Herausforderung besser zu verstehen, haben wir uns die Meinung eines Experten eingeholt. Dafür haben wir mit Herrn Dr. Peter Westhoff, Professor der Botanik in Düsseldorf, gesprochen. Hören wir uns seine Einschätzung der Situation an. Ich denke, dass das die wichtigste Aufgabe ist, die die Menschheit hat in der Zukunft. Aber das sind gewaltige Herausforderungen. Ich versuche das immer mal ein bisschen in eine Relation zu setzen. Schon jetzt während meiner Lebenszeit hat sich die Menschheit verdreifacht. Da kommt noch mal was dazu. Ne? So, und das heißt, wenn man das sieht, dann werden wir mehr Pflanzenproduktion brauchen. Ohne Wenn und Aber. Also wir müssten eigentlich die Erträge pro Ackerfläche steigern, wenn wir nicht noch mehr Urwald etc. roden wollten, was wir ja eigentlich nicht wollen. Auf der anderen Seite haben wir aber jetzt das Problem des globalen Klimawandels. Und der globale Klimawandel beinhaltet unter anderem, dass es wärmer wird. Und das bedeutet, das wissen wir schon, das bedeutet, dass eigentlich die Erträge sinken werden. Es wird deutlich, dass bei unserem jetzigen Konsumverhalten und dem prognostizierten Wachstum die Nahrungsproduktion verdoppelt werden müsste, um die Ernährung aller Menschen im Jahre 2050 zu ermöglichen. Jedoch wird die Ackerfläche pro Kopf voraussichtlich auf ca. ein Viertel der bisherigen Fläche schrumpfen. Zudem werden steigende Temperaturen die Erträge der herkömmlichen Kulturpflanzen senken. Dass sich die Temperaturen im Zuge der Klimakrise und der ansteigenden CO2-Konzentrationen erhöhen werden, ist mittlerweile bewiesen. Offensichtlich wird außerdem, dass die Verdopplung der Nahrungsproduktion dadurch eine große Herausforderung darstellt. Trotz dieser aufgeführten Problematiken wäre es zum aktuellen Zeitpunkt noch möglich, die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren. Allerdings ist der Zugang zu Nahrungsmitteln weltweit nicht für jeden Menschen gleichermaßen gewährleistet. So leidet weltweit jeder zehnte Mensch an akutem Hunger. So viele Menschen sind unterernährt und haben keinen Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln. Umso absurder erscheint es, dass zeitgleich ebenfalls ca. jeder 13. Mensch übergewichtig ist. Außerdem gibt es den sogenannten Hidden Hunger. Davon betroffene Menschen sind mangelernährt, also nicht ausreichend mit allen essentiellen Nährstoffen versorgt, obwohl meist genug Essen auf den Tellern ist. Insgesamt leidet jeder vierte Mensch an Hidden Hunger. Dieses Ungleichgewicht macht die Fehlverteilung der Nahrungsmittel und das Fehlverhalten der allgemeinen Ernährungsweise weltweit besonders deutlich. Der weltweit stärkste Nährstoffmangel betrifft die Nährstoffe Eisen, Folsäure, Vitamin A, Jod und Zink. Außerdem werden weltweit ca. ein Drittel der Nahrungsmittel weggeworfen. Dieser Trend betrifft alle Länder dieser Welt, ist allerdings auf unterschiedliche Bereiche zurückzuführen. Dabei wird deutlich, dass dies in Ländern des globalen Nordens hauptsächlich auf die VerbraucherInnen zurückzuführen ist. So zum Beispiel in privaten Haushalten oder der Gastronomie. In Ländern des globalen Südens jedoch geht der größte Teil im Sektor Produktion und Transport verloren. Durch diese aufgeführten Beispiele sehen wir, dass die Lage wirklich sehr ernst ist. Man darf nicht vergessen, dass dies nur ein Teil der ganzen Problematik ist und noch viele weitere Baustellen vorliegen. Da stellt sich natürlich die Frage,
brauchen meiner Meinung nach ein großes Projekt. Und nicht dieses Pillepalle-Zeug, was wir bisher machen. Jeder hat so ein bisschen was und da so ein bisschen was. Wir müssen einfach holistischer denken und nicht jeder nur in meine Schublädchen. Zweiter Punkt ist, ich denke, wir kommen nicht daran vorbei, unsere Ernährungsweise zu ändern. Ich glaube, dass wir deutlich weniger an Ressourcen verbrauchen müssen. Deutlich weniger. Und das kann man auch positiv sehen. Das ist eine Herausforderung, das ist Sport. Schaffen wir das? Ich denke, wenn wir die vor uns liegenden Herausforderungen wirklich meistern wollen, wenn wir es nicht wollen, dann sterben wir aus an einem Problem. Wenn wir das wollen, dann müssen wir erstmal konzertiert an der Wissenschaft arbeiten, dass wir die Lösungsmöglichkeiten überhaupt haben. Und das ist nicht trivial, das hinzukriegen. Aber wir brauchen die besten Köpfe, die kreativsten Köpfe, die auch bereit sind, Risiken einzugehen. In den 60er Jahren fand die grüne Revolution statt, bei der erstmals verschiedene Hochleistungssorten von Staple Foods, Grundnahrungsmitteln, wie vor allem Reis und Weizen entwickelt wurden. Dies betraf diverse Länder, vor allem Asiens und Lateinamerikas, mit dem Ziel, die drohenden Hungerkrisen zu bekämpfen. Es gelang unter anderem durch Norman Borlaug, eine Reissorte zu züchten, die an die Umweltbedingungen Asiens angepasst war. Das schaffte er durch geschickte Kreuzung und Züchtung. Diese neuen Hybridsorten sowie neu entwickelte Maschinen und neue Dünge- und Bewässerungsmethoden konnten zu diesem Zeitpunkt die Erträge der Kulturpflanzen stark steigern, bis heute sogar verdreifachen und viele Menschen ernähren. Mit dem Fortschritt und den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnungen im Zuge der grünen Revolution wurde der Bereich Züchtung vorangetrieben und hat damals bis heute viele Menschen vor dem Hunger bewahrt. Allerdings hatte die grüne Revolution auch ihre Schattenseiten, wie unter anderem Umweltschäden und Nachteile für KleinbäuerInnen. Es war jedoch ein Umbruch in Richtung der modernen Agrarökologie. Seit mehreren Jahrtausenden bereits ist es üblich, durch Züchtung und Kreuzung die Erträge von Kulturpflanzen zu steigern. Die Vorfahren fast aller Kulturpflanzen, die wir heute kennen, sahen einmal komplett anders aus und hatten meist sehr wenig Fruchtanteil. Die Urkarotte beispielsweise hatte kaum Pfahlwurzelanteil und auch der Urmais, Theosinte, ist kaum wiederzuerkennen. Erst durch diese Züchtungsvorgänge und Ertragssteigerungen ist es möglich geworden, ausreichend Nahrungsmittel für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Die grüne Revolution, aber teilweise auch die Züchtung, stoßen bei der Bewältigung der globalen Ernährungssicherung mittlerweile an ihre Grenzen. Eine mögliche Herangehensweise dafür wäre unter anderem die gezielte Nutzung der grünen Gentechnik, die seit den 1990er Jahren immer mehr im Gespräch ist. Dadurch wäre es möglich, Pflanzen gezielt zu verändern und zum Beispiel resistenter gegenüber Trockenheit, Hitze oder Krankheiten zu machen, um somit einen höheren Ertrag zu erzielen, die Umwelt weniger zu belasten und dem Hunger entgegenzuwirken. Das Thema wird seit über 20 Jahren auf gesellschaftlicher und politischer Ebene kontrovers diskutiert. Sicherlich gibt es bezüglich der grünen Gentechnik auch einige spannende Misskonzeptionen, mit denen es sich zu beschäftigen lohnt. Selbstverständlich ist der Einsatz der grünen Gentechnik nur ein Teil im Puzzle der verschiedenen Lösungsansätze. Was müsste außerdem geschehen, um die Ernährungssicherung zu gewährleisten? Welche weiteren Methoden und gesellschaftlichen Veränderungen wären notwendig? Welche Misskonzeptionen müssen dabei noch überwunden werden? Wir kennen nun die Problematiken und auch einige Lösungsmöglichkeiten des Themas globale Ernährungssicherung. Wir wissen, dass naturwissenschaftliche Forschung dabei eine wichtige Rolle spielt. Manchmal erscheint es, als sei der aktuelle Stand der Wissenschaft den Herausforderungen der Ernährungssicherung nicht gewachsen. Oder liegt das an der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber den Wissenschaften? Was müsste sich demnach in den Naturwissenschaften ändern? Ich finde, man muss als Naturwissenschaftler offen sein. Man wählt die Methode aus, die am besten geeignet ist, das Problem zu lösen. Es sei denn, es gibt wirklich ernstzunehmende empirische Belege für die Gefährlichkeit einer Methode. Wenn man das nicht macht, ist das Dummheit, weil die Schnelligkeit ist entscheidend. Wir haben nicht da mehr 100 Jahre oder 200 Jahre Zeit, sondern wir müssen aus einer bestimmten Zeit hinbekommen, diese Veränderung. Und der zweite Punkt ist der, dass was man an Pflanzen verändern müsste, sollte, dass das für den einfachen Mann, die einfache Frau auf der Straße nicht richtig einsehbar ist. Da kommt auch wieder rein, kann ich das so einfach verständlich machen? Da muss ich Bilder wählen, die an den Erfahrungshorizont der Leute anknüpfen. Man muss mir, wenn ich etwas sage, vertrauen. Wenn man mir nicht vertraut, dann geht das nicht.
Ne? Erster Punkt ist, Sie müssen so reden, dass die Leute das verstehen. Kein Laborjargon. Das muss also etwas sein, was eigentlich so nicht in die Hand einer weniger Experten gelegt wird, sondern ich glaube, dass vielleicht sogar alle Forscher und Forscherinnen das wirklich lernen sollen. Aber nicht bei jedem Rock der Saal dann. Ne? Aber das Handwerkszeug kann man lernen. In dieser Videoreihe haben wir gesehen, wie das Überwinden von Misskonzeptionen die Wissenschaft vorangebracht hat und weiterhin voranbringen wird. Dies haben wir hier beispielhaft am Bereich Ernährung von Pflanzen betrachtet. Dafür sind wir früh in der Geschichte eingestiegen und haben uns die Forschung um die Humustheorie angeschaut. Sie wurde von Ter vertreten und schließlich von Sprengel und Liebig widerlegt. Durch dieses Beispiel haben wir gesehen, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung ablaufen kann. Es wurde klar, wie lange der Prozess andauert und dass er wahrscheinlich niemals abgeschlossen sein wird. Außerdem wurde deutlich, wie wichtig dabei das Hinterfragen, Widerlegen und Korrigieren von Hypothesen und Theorien ist. Die Falsifizierung bereits widerlegter Theorien spielt dabei eine wichtige Rolle. Daraufhin haben wir uns gefragt, ob auch heute noch Misskonzeptionen dieser Art bestehen. Dafür haben wir uns im zweiten Teil an einem Beispiel angeschaut, wie eine verbreitete Fehlvorstellung in den Pflanzenwissenschaften im modernen Labor widerlegt werden könnte. Obwohl wir gesehen haben, wie gut die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung funktioniert, stehen wir heute noch vor enormen Herausforderungen. Wie wir in unserem Interview gehört haben, ist die Lage, in der wir uns aktuell befinden, sehr ernst. Die Klimakrise und die Problematik der Ernährungssicherung erfordert schnelles Handeln. Leider sehen wir das heute noch nicht auf allen Ebenen ausreichend umgesetzt. Trotzdem sehen wir Chancen, dass wir diese Herausforderungen meistern können. Dabei werden naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung und die damit verbundene Überwindung von Misskonzeptionen eine wichtige Rolle spielen. Dafür wird die Bereitschaft innerhalb der Wissenschaft, Hypothesen und auch eigene Standpunkte zu hinterfragen, zu bestätigen oder zu korrigieren, elementar sein. Außerdem haben wir verstanden, welche wichtige Rolle der Wissenschaftskommunikation zukommt. Zwischen den Wissenschaften, aber auch von den Wissenschaften in die Gesellschaft. Wir müssen letztlich auch um Klassen effizienter werden, also die Ressourcen, die unsere Kulturpflanzen, unsere Nutzpflanzen zum Wachsen brauchen, müssen wir deutlich effizienter verwerten. Und das sind Herausforderungen, wo wir eigentlich die Besten brauchen. Die besten Forscher und Forscherinnen brauchen das hinzubringen. Das ist die globale, das ist die zentrale Aufgabe. Und alles andere ist für mich Nebenkriegsschauplatz. Ne?